Der Hintergrund, warum wir heute bei der Marbacher Zeitung drehen, ist, dass wir uns einer Geschichte widmen, die bis heute noch im Gedächtnis der Menschen verankert ist in Deutschland. Der Hammermörder, der 1984/85 hier sein Unwesen getrieben hat, Banken überfallen hat, Menschen ermordet hat, um an ihre Autos zu kommen. Also hier ist für uns interessant die Frau Ebert, die als Reporterin für die Marbacher Zeitung unterwegs war damals, die noch sehr genau beschreiben kann, auch was für eine Angst das ausgelöst hat, als man gesehen hat, da ist jemand, der auf Parkplätzen einfach Leute erschießt, um an ihr Auto zu kommen. So wie mir berichtet wurde, muss das damals in dieser Zeit wirklich für eine große Unruhe gesorgt haben. Hallo. Hallo, grüß Gott. Guten Tag, Ebert ist mein Name. Der Meckringer, hallo. Hallo, guten. Ich habe seinerzeit über den Hammermörder, den sogenannten Hammermörder, geschrieben. Und da wurde der 26-jährige Wilfried Schneider aus Beilstein-Schmiedhausen ermordet. Der war auf dem Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle in Marbach. Und da muss ihn der Hammermörder irgendwie abgefangen haben und ihn wohl auf den Parkplatz zwischen Ilsfeld und Flein dirigiert haben. Denn dort wurde die Leiche dann 3 Tage später gefunden. Es war eine sehr spannende, eine sehr aufregende Zeit. Ich kann mich noch erinnern, mir wurde damals gesagt, ich soll, als an Torre Kanne die Leiche gefunden wurde, war sogar so weit, dass irgendwer gesagt hat, ich soll mitfliegen runter nach Torre Kanne. Das habe ich dann abgelehnt, also das wollte ich dann doch nicht. Na, es war für die gesamte Bevölkerung unwahrscheinlich spannend natürlich, aber auch beängstigend. Und in der Bevölkerung herrschte dann zunehmend ein Gefühl der Furcht, der Angst. Wie hat dieser Pölke eigentlich seine Straftaten begangen? Es ist ganz ungewöhnlich, dass er damals den Opfern immer ins Gesicht geschossen hat. Es war so eine ganz besondere Grausamkeit und Brutalität, die man bis heute gar nicht so richtig versteht. Ja, er muss seinen Opfern ja direkt ins Auge geblickt haben. Und da versuchen wir eben so ein bisschen dem nachzuspüren und zu schauen, gibt es vielleicht etwas, was Fachleute von heute nochmal anders sehen oder anders interpretieren, und ziehen dann auch eine Psychologin noch hinzu. Und Auftraggeber ist es ist ZDF Info. Die Serie wird beginnen am 22. Dezember. Da werden also die ersten beiden Filme laufen. Das ist der Fall Bachmeier und der Fall Jürgen Bartsch. Das sind so die ersten 2 Filme. Und dann wird es noch den Hammermörder geben und den St. Pauli-Killer.